Peter denkt sich, was für ein Spacko. Peter, verurteile mich nicht. Ich versuche nur Spaß zu haben. Ja, hi, ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen. Stell dich kurz vor, wer bist du und wie alt bist du? Hi Peter, danke für die Einladung. Es ist echt cool, dass ich hier bei deinem Format dabei sein darf. Zu meiner Person, ich bin der Mate, komme aus Offenbach, habe kroatische Wurzeln und ich würde sagen, I'm feeling fine since 79. Will sagen, ich bin 43 Stand jetzt, also ein absolutes Kind der 80er. Und da ist irgendwie mein Kopf und auch mein Herz irgendwie hängen geblieben in dieser Epoche, sage ich mal, ne? Bis zum heutigen Tag. Ja. Was genau sammelst du und seit wann? Angefangen hat das Sammeln bei mir vor 4 Jahren. Da ging es dann los mit Lego, um genau zu sein, um Lego Star Wars. Und damals habe ich so ein bisschen auch den Held der Steine verfolgt, beziehungsweise ich habe mich einfach für Lego interessiert und habe dann nach und nach eine Sammlung angefangen. Die steht jetzt hier in Regalen und Vitrinen. Und dann kam es, wie es kommen musste. Irgendwann hatte ich das auch ein bisschen satt. Dann kam die Krise mit Corona. Und man hat sich immer mehr so zurückerinnert an die unbeschwerte Zeit als Kind, ja, als es sowas wie Corona und Krieg und all diesen Mist gar nicht gab. Und dann haben auch deine Videos natürlich auch dazu beigetragen, dass ich diesen Switch gemacht habe, weg von Lego hin zu Vintage und Retro Toys. Und dann habe ich vor 2 Jahren angefangen, was du hier hinter mir siehst, nach und nach hier sukzessiv mir aufzubauen und ja, zu besorgen. Und das Toy Hunting, ja, hält noch an. Mal schauen, wie lange. Aber das genau sammle ich jetzt. Und überwiegend sind es die Toylines Ghostbusters, Dino Riders, Masters, WWF Hasbros und Mask und irgendwas habe ich noch vergessen, Turtles. Das sind so die 6 Main Toylines, die mich beschäftigen und wo ich gerne meine Sammlung noch weiter ausbauen würde. Warum sammelst du? Ist es kindheitsbezogen oder hat das eher andere Gründe? Ja, die Frage habe ich ja ein Stück weit schon beantwortet eben gerade. Ich sammle es, weil es mir einfach dabei hilft, abzuschalten von dem Alltag und mich an eine Zeit zurückzuerinnern, wo vieles einfach einfacher war, unbeschwerter und man wirklich glücklich sein konnte, in dieser Zeit aufgewachsen zu sein als Kind. Ja, wir hatten ja wirklich keine Sorgen, außer was essen wir und was wollen wir spielen und welchen Cartoon schauen wir uns an. Ne? Und wenn du das jetzt vergleichst mit dem Erwachsenenleben heutzutage, muss ich sagen, dass mir die Kindheit persönlich viel mehr gegeben hat als das Erwachsensein. Klar kann man beides nicht miteinander vergleichen, aber wenn ich die freie Wahl hätte, welche Phase meines Lebens ich nochmal durchleben dürfte, dann würde immer die Kindheit siegen. Also es wäre immer die erste Wahl bei mir. Ja, es ist auch ein bisschen Therapie, wenn du so möchtest. Eskapismus. Man entflieht im Alltag und ja, und der Peter Pan, glaube ich, wollte ja auch nicht erwachsen werden. Es gibt ja, glaube ich, auch so ein Krankheitsbild, das heißt Peter Pan-Syndrom. Also Menschen, die sich weigern, erwachsen zu werden, Verantwortung zu übernehmen. So weit würde ich jetzt nicht gehen bei mir, aber ich kann nur sagen, ich schwelge gerne in Erinnerungen und dazu stehe ich auch als Sammler. Hast du einen eigenen YouTube-Kanal und welche YouTube-Kanäle schaust du dir gerne an? Ich selber habe auch einen sehr kleinen YouTube-Kanal, der nennt sich The Ultimate Player. Das ist ein Wortspiel aus meinem Vornamen Mate und meinem Lieblingswrestler, dem Ultimate Warrior. Und da zeige ich einfach so, was ich über die letzten Monate, Wochen alles neu bekommen habe für meine Sammlung, also Pickups, Neuzugänge und mache halt viele Unboxings, weil ich möchte am liebsten Real Mint Figuren haben und Real Mint sind sie dann in der Regel, wenn ich sie selber auspacke, dann gibt es auch keine Zweifel und ja, ich gehe niemandem auf den Leim, der seine Ware als Real Mint anpreist und am Ende stellt sich heraus, dass es doch irgendwie schon abgenutzt ist und Farbabrieb hat und. Es kann natürlich auch im Blister, in der Bubble passieren, so ein Farbabrieb. Aber Unboxings machen mir auch Spaß und das seht ihr auf meinem Kanal. Und ich habe auch einen kleinen Instagram-Kanal, der genauso heißt. Da könnt ihr auch sehen, jeden Tag poste ich da ein Bild aus meiner Sammlung. Und da gibt es neben Actionfiguren auch Merchandise-Artikel und auch Trading Cards. Ja, und was schaue ich in der Regel? Also klar, deinen Kanal verfolge ich. Am liebsten auch die Kanäle von den Leuten, die ich persönlich kennengelernt habe. Zum Beispiel Zodex Zeitresor. Zum Beispiel, was haben wir denn dann noch? Adventures of Gra, Toy Tanner. Natürlich Chris-tainment, natürlich die Kampfmaschine und. Und wahrscheinlich habe ich jetzt wahrscheinlich auch viele vergessen. Aber ich gucke auch gerne die englischsprachigen YouTube-Channels, also Pixeldan oder Toy Galaxy. Und darüber hinaus gucke ich nicht nur dann andere Sammler mir Kanäle an, sondern auch immer noch Held der Steine oder aber Space TV, der sehr geilen Scheiß hochlädt, nämlich die Wrestling-Aufzeichnungen auf RTL 2 und Tele 5, meine ich, aus Anfang der 90er. Das sind so die Kanäle, die ich mir gerne anschaue. Ja. Bist du auf Facebook? Und wenn ja, in welchen Gruppen bist du unterwegs? Ja, ich bin auch auf Facebook registriert und angemeldet. Und da bin ich selbstverständlich, muss man ja sagen, in der Moto Bros Gruppe.
aber auch in der Retromania-Gruppe. Und ich versuche aber nicht in zu vielen Gruppen zu sein, weil das überfordert mich dann ein Stück weit. Es wird ja eh schon in diesen beiden Gruppen extrem viel gepostet. Und das sind so für mich jetzt Stand jetzt die wichtigsten Gruppen, auf denen ich dann auch meine Videos nochmal verbreiten kann und mir da Impulse hole. So ist es, ja. Also ich mache gar nicht so viel auf Facebook, aber das sind ja auch riesige Gruppen und da reicht es, in diesen beiden vertreten zu sein. Wie würdest du deine aktuelle Sammelleidenschaft 2022 beschreiben? Und hat sie sich im Laufe der Jahre verändert? Also meine Sammelleidenschaft, die ist ungebrochen und verändert. Also ich habe es noch lange nicht satt. Mal gucken, was die nächsten Monate, Jahre passieren wird. Ja, jetzt durch die Inflation und die steigenden Preise muss man mal schauen, ob man das in dieser Form noch so weiter fortführen kann. Wahrscheinlich eher nicht. Aber ich hoffe und bleibe da positiv, dass wir unsere Leidenschaft weiterhin frönen können. Und es hat sich eigentlich im Grunde nicht viel verändert. Also ich habe diese 6 Main-Toylines, die ich verfolge. Liebäugle aber immer auch noch ein bisschen mit Bravestar und Starcom, das auch noch anzufangen. Habe aber Angst, dass ich mich da wirklich schnell verzettel und dabei auch ein bisschen unglücklich werde. Und Platz ist nicht das Problem. Es ist wirklich nur ein finanzielles Problem, dass man sich nicht alles leisten kann, was man möchte. Deswegen überlege ich mir zweimal, bevor ich was kaufe. Mittlerweile brauche ich das wirklich in meiner Sammlung. Oder kann es auch noch warten oder kann ich es auch vielleicht gänzlich wieder verwerfen, den Gedanken? So, also ich bin bewusster jetzt bei meinen Kaufentscheidungen unterwegs, würde ich sagen. Gehst du gerne auf Börsen und Conventions? Wenn ja, auf welche warst du schon? Da ich ja noch relativ neu dabei bin, also hier der Rookie, der Newbie, war ich noch nicht auf so vielen Conventions. Auf der Los Amigos in Hanau, was ja um die Ecke ist, da war ich jetzt schon 2-3 Mal, hat mir auch sehr gut gefallen und da werde ich jetzt auch Stammgast sein. Weil die Atmosphäre dort so unbeschreiblich macht richtig Bock und die Leute sind einfach super cool. Ansonsten war ich auf der Comic-Con und zwar in Frankfurt, in Dortmund oder auch in Köln. Aber da war ich noch nicht so richtig Sammler wie jetzt und deswegen konnte ich da das Ganze auch in einer ganz anderen Warte betrachten, diese Comic-Cons. Aber da geht es auch weniger um Ankauf und Verkauf, sondern da geht es irgendwie um Popkultur und allgemein und Show-Acts. Ja, und das waren so die Conventions, die ich besucht habe. Mal schauen, vielleicht kommt hier noch was die nächsten Jahre dazu. Auf alle Fälle freue ich mich auf die Toyplosion. Das ist für mich jetzt auch eine Convention, würde ich sie jetzt mal so bezeichnen. Und freue mich da auf viele, viele bekannte und neue Gesichter, auf jeden Fall. Wie siehst du den momentanen Retro-Boom und die daraus resultierenden hohen Preise? Auf der einen Seite sollte man sich echt freuen, dass es hier noch mehr Gleichgesinnte und Verrückte wie uns gibt, mit denen man sich austauschen kann, interagieren kann, verkaufen kann, tauschen kann und, und. Aber man sieht ja auch, dass es da viele schwarze Schafe gibt, die eigentlich nur eins im Sinn haben. Und zwar nicht ihre, was weiß ich, ihre Sammlung aufzustocken, sondern daran mitzuverdienen. Und das ist halt die Schattenseite des Ganzen. Das muss man echt kritisch sehen. Aber da werde ich jetzt auch in Zukunft nicht mehr alles mitmachen. Ich sagte es ja vorhin schon, die Inflation trägt jetzt dazu bei, dass man sich halt zweimal überlegen muss, brauche ich das für meine Sammlung? Oder kann ich das Geld irgendwie für was Sinnvolleres einsetzen? Und es gibt ja auch, das darf man ja nicht vergessen, es gibt ja nicht nur Sammeln, es gibt ja noch viele andere Dinge im Leben, die auch durch Corona zu kurz gekommen sind. Und auch die müssen jetzt nach und nach auch wieder ja, aufgeholt werden, sage ich jetzt einfach mal. Und auch das kostet Geld, ja. Allein diesen Sommer die ganzen Urlaube, Konzertbesuche und was ich da alles unternommen habe, Freizeitaktivitäten, das geht natürlich auch ans Geld. Und deswegen werde ich wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr in diesem Ausmaß sammeln können, wie es jetzt die letzten 2 Jahre der Fall war. Ne? Außer ich erbe nochmal unerwartet oder gewinne im Lotto. Das wäre natürlich ein Gamechanger, würde alles verändern. Aber es ist nicht wahrscheinlich, dass das passieren wird. Was war der höchste Preis, den du jemals für ein Sammlerobjekt bezahlt hast? Und warum? Ja, das klingt jetzt für viele Sammler, die schon lange dabei sind, wie so ein Peanuts-Betrag, aber das teuerste Objekt, Sammlerobjekt, war für mich ein Original-Mask-Fahrzeug. Und da habe ich viel zu viel bezahlt im Nachhinein, da musste ich auch Lehrgeld bezahlen. Ich habe ungelogen 400 Euro für dieses Teil, MISP, also Sealed, bezahlt. Und ich war der Annahme, das ist so eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity. Also diese Chance kommt nie wieder, da muss ich zugreifen. Und siehe da, der Preis hat sich ganz anders entwickelt, ist sogar günstiger geworden. Das hätte ich nicht damals für möglich gehalten. Und ja, aber das gehört zum Sammeln dazu. Und gerade wenn man neu dabei ist wie ich, dann macht man definitiv auch Fehler und nicht alles richtig. Und mittlerweile versuche ich nicht sofort auf Kaufen zu klicken, sondern auch nochmal eine Nacht drüber zu schlafen, noch mehr zu recherchieren, Informationen einzuholen, ob es da vielleicht doch noch ein günstigeres Angebot gibt. Aber so aus der Emotion heraus sind schon mal Impulskäufe getätigt worden und so kam auch dieser 400-Euro-Kauf zustande, der, wie gesagt, im Nachhinein sich als Wucher herausgestellt hat. Aber dazu stehe ich jetzt und was soll ich jetzt auch anders erzählen, außer die Wahrheit?
Das war das teuerste Objekt, 400 Euro. Das ist für manche einen eher so, ja, zu belächeln. Für mich ist es aber enorm viel Geld, nicht nur jetzt wegen der Inflation, sondern auch grundsätzlich. Was wäre das absolute Highlight für deine Sammlung? Was wärst du bereit dafür herzugeben, also zu tauschen oder zu zahlen? Also der Holy Grail, wenn wir es mal so formulieren möchten, wäre für mich wahrscheinlich von Star Wars das Ewok-Dorf. Ganz einfach deswegen, als Kind hatte ich viele Actionfiguren, aber wenig Playsets und Fahrzeuge. Und ich kann mich genau erinnern, einmal, da war ich so, was weiß ich, 7, 8 Jahre, da hat mein Vater einen rausgehauen und mir dieses Ewok-Dorf gekauft von Star Wars. Und ich kann nur sagen, ich habe damit unendlich viel Spaß gehabt. Wochen, Monate, ja, wahrscheinlich über Jahre habe ich damit gespielt und leider habe ich es nicht mehr. Und ich würde mir das gerne natürlich in einem kompletten und sehr guten Zustand wünschen, weiß, dass der Preis exorbitant hoch ist. Und da wäre ich auch bereit, was abzugeben und auch mal mehr als 400 Euro zu bezahlen oder vielleicht auch was zu tauschen aus meiner Sammlung, um den Geldbeutel zu schonen. Und ansonsten habe ich gar nicht so viele Holy Grails. Es gibt einfach viele Sachen, die ich gerne hätte, aber ich weiß, dass ich diese nie haben werde und damit habe ich auch meinen Frieden geschlossen. Zum Beispiel die komplette 11. Wave der WWF Hasbros, die möchte ich gerne selber auspacken, aber die Mocs sind einfach schweineteuer. Genauso auch Dusty Rhodes, die American Dream. Für mich nicht bezahlbar, da bin ich einfach nicht bereit dazu, diesen Wahnsinn mitzumachen. Und dann habe ich halt eine unvollständige Sammlung, aber das ist okay für mich, denn man kann wirklich nicht alles haben und je eher man sich das eingesteht, desto besser, dann lebt man auch glücklicher. Wo siehst du dich und deine Sammlung in Zukunft? Über die Zukunft mache ich mir ehrlich gesagt gar keine Gedanken. Also ich lebe so wirklich so in den Tag hinein und denke mir nichts dabei. Ich habe Spaß daran. Diesen Spaß, den koste ich jetzt aus. Und was in einem Monat ist oder in einem halben Jahr oder in ein paar Jahren, daran denke ich wirklich nicht. Da verschwende ich keinen Gedanken dran. Sondern ich versuche jetzt diese Welle, auf der ich mich befinde, diese Euphorie, auf der zu reiten und einfach den maximalen Spaß für mich rauszuholen. Und das ist alles, weil ich bin der Meinung, es kann auch passieren, dass es genauso wie es gekommen ist, auch irgendwann mal wieder vorbei sein kann und mag nicht abzusehen, wann es sein wird. Aber deswegen mache ich mir auch darüber keine Gedanken. Ja, ich bin auch nicht so der Kopfmensch, sondern ich genieße das hier und jetzt. Und wenn ich hier hinter mich schaue und mir die Sammlung anschaue, die ich bislang aufgebaut habe, bin ich total happy. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch noch so anhält und noch ein paar Jährchen so weitergeht. Ja. Hoffe ich doch zumindest. Wie lange denkst du, wird dich die Sammelleidenschaft noch begleiten? Ja, die Frage habe ich ja eben schon direkt indirekt beantworten können. Und zwar, ich weiß es einfach nicht. Ne? Ich mache mir da keine Gedanken drüber. Und wenn es ein paar Jahren vorbei sein sollte, aus was für Gründen auch immer, ich brauche das Geld oder ich habe gesundheitliche Probleme oder ich habe einfach keinen Spaß mehr dran, dann werde ich die Sammlung auch ganz schnell wieder abstoßen und auflösen. Ich hoffe aber nicht, dass dieser Fall eintritt und ich wüsste auch nicht, welches Ereignis jetzt außer den genannten eintreten könnte, damit das geschieht. Ja, und von da hoffe ich, dass diese Sammelleidenschaft ja gerade erst, sag ich mal, nicht auf dem Peak sich befindet, aber dass ich da noch Luft nach oben habe und noch weiter sammeln werde. Das würde ich mir wünschen, denn ich habe es noch lange nicht satt. Und was ich ja auch schon mal vorhin gesagt habe, ich liebäugle ja auch mit Braystar und Starcom, also mit weiteren Toylines. Von daher sehe ich das Ende der Sammelleidenschaft noch lange nicht gekommen. Gibt es etwas in Bezug auf deine Sammlung, was du bereust? Und wenn ja, was war's? Das Einzige, was ich bereue, sind die ein oder anderen Deals, die ich gemacht habe, die sich dann als Katastrophe, Fiasko, Debakel entpuppt haben. Ich nenne es mal ein Beispiel. Auf eBay Kleinanzeigen hat jemand einen WWF Hasbro Ring OVP, also Sealed Mint in Sealed Box, angeboten. Wir haben uns geeinigt auf einen Preis von 300 Euro. Und er hat mir garantiert, es ist sealed und bla bla bla, auch auf Nachfrage hin. Und was ist passiert? Ich habe hier schon die Kamera aufgebaut, wollte ein Unboxing-Video mit euch drehen. Schneid's auf an der einen Seite und da sehe ich, das war schon aufgebaut. Die Sticker waren schon auf dem Ring, es haben Teile gefehlt. Ich war einfach nur gefrustet. Ich wollte am liebsten mit dem Sammeln sofort aufhören. Natürlich wollte der Verkäufer davon nichts wissen. Er hat ja nie das Ganze aufgemacht. Er musste davon ausgehen, dass es wirklich MISP war. Ich habe ihm natürlich nicht geglaubt. Am Ende, ja, ist es halt so ausgegangen, er hat mir noch ein paar Sachen als Kompensation geschickt, aber das hat dann meine Frustration, meine Enttäuschung natürlich nicht mehr lindern können. Da war ich total bedient und da hatte ich nochmal einen anderen Deal, wo auch nicht alles astrein gelaufen ist. Ja, da hieß es, es sei ein Mock, aber das war, wie soll ich sagen, der war schon geöffnet und dann wieder resealed, also auch wieder auf den Leim gegangen. Und deswegen, ich überlege jetzt mir ganz genau, mit wem ich Geschäfte mache, versuche davor Informationen über Personen einzuholen, über meine WhatsApp-Gruppen, in denen ich bin, ob man diesen Verkäufer kennt.
Und am liebsten kaufe ich dann über die Online-Shops, ob das jetzt hier shop-spielzeugwelt.de, C-Toys, Strong Vision und wie sie alle heißen sind. Weil da weiß ich, dass die Leute Ahnung haben und dass sowas in der Regel nicht passieren kann. Welchen persönlichen Tipp würdest du Neueinsteiger mit auf den Weg geben? Ist natürlich ein super ungünstiger Zeitpunkt, jetzt mit dem Sammeln anzufangen. Zum einen gibt es halt so viele, die daraus Kapital schlagen wollen und mitverdienen wollen. Und die Inflation trägt auch dazu bei und es macht es natürlich jetzt nicht gerade günstig. Aber ich sag mal so, wenn Geld keine Rolle spielt, das soll es ja auch geben, wohl dem, der in dieser Situation ist, dann würde ich sagen, dass man trotz aller finanziellen Möglichkeiten es nicht übertreiben soll. Also ich habe auch relativ viel gekauft in kurzer Zeit, in so einer Bulk-Up-Phase. Und da habe ich auch ein paar Sachen gekauft, wo ich dann im Nachhinein festgestellt habe, Mist, warum hast du das jetzt gekauft? Es hält sich zwar an Grenzen, 90% meiner Sachen sind noch hier, aber 10% habe ich dann auch wieder verkauft oder verschenkt oder getauscht. Und über die 10% kann man sich auch ein bisschen ärgern, weil das Geld hätte ich lieber für sinnvollere Sammlerobjekte eingesetzt. Und deswegen auch hier nochmal der Appell, überlegt euch das gut, macht euch vielleicht vorher schon Gedanken, was der Fokus eurer Sammlung sein soll und was ihr wirklich benötigt. Und versucht erstmal klein zu starten und zu gucken, wie sich das auch entwickelt, um eben nicht wieder Sachen abstoßen zu müssen, wo ihr im Nachhinein feststellt, Mist, es war ein Fehlkauf oder gerade bei Neuware würde ich mir auch überlegen, braucht es denn Neuware oder kann man nicht vielleicht doch noch die Vintage-Variante finden davon? Ich habe beides in meiner Sammlung, sowohl Retro als auch Vintage. Retro einfach deswegen, weil es in der Regel günstiger ist. Und deswegen muss man sich vielleicht, wenn man das Ganze anfängt, auch überlegen, was das einen kosten wird, aber nicht nur an Geld, sondern auch, es nimmt extrem viel Zeit und Raum ein. Also andere Sachen werden dadurch zurückstecken müssen. Gerade wenn man jetzt einen Partner hat oder Kinder oder sonst was, sollte man auch hier Rücksicht nehmen und darauf achten, dass es nicht überhand nimmt und dass andere irgendwie dann ja ins Hintertreffen geraten und es könnten daraus auch Probleme resultieren. Das will ja keiner. Ne? Das soll ja ein Hobby sein. Aber nochmal, es soll nicht zu viel Raum und Zeit einnehmen, weil sonst könnte es zu einem Problem werden. Das ist mein Rat, den ich euch geben kann und natürlich Spaß zu haben. Wenn ihr feststellt, es macht euch keinen Spaß oder ihr habt diese Frustmomente und die häufen sich, dann sollte man sich überlegen, auch ganz schnell wieder mit diesem Hobby aufzuhören und sich was anderes zu suchen, wo man wirklich nur pure positive Emotionen damit hat und gar keinen Ärger. Aber das Toy Hunting, wie gesagt, hat auch viele Schattenseiten. Peter, du hast selber ein Video darüber gemacht und vielleicht sollte man sich genau dieses Video von dir nochmal anschauen. Bevor man sich entscheidet, jetzt starte ich auch mit dem Sammeln. Vielen Dank für deine Antworten, hat mich sehr gefreut und schön, dass du ein Teil der Community bist. Peter, ich muss dir echt danken. Wir haben uns über WhatsApp, über YouTube, Facebook kennengelernt und dann auch bei der Los Amigos leibhaftig getroffen. Und ich muss sagen, das war für mich der größte Gewinn an dem ganzen Sammeln. Also es geht natürlich auch um Actionfiguren, wie soll es auch anders sein, ne? Aber die Menschen, die man dabei trifft, bei diesem Hobby, bei dieser Leidenschaft, ich glaube, das ist das Salz in der Suppe. Deswegen geht man auch auf Conventions, deswegen hat man auch Spaß, sich die anderen YouTube-Kollegen und deren Videos anzuschauen. Und ja, am Ende des Tages wird es immer um die Menschen und die sozialen Beziehungen gehen. Und die Actionfiguren sind nur der Anlass, dass man sich miteinander ja, austauscht und sich trifft. Nochmal danke, Peter. War wirklich cool und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. In diesem Sinne, hau rein. Ciao.